Familie stirbt. Hey, Musik, Kampfmusik. So, ein wunderbares herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von KOTOR 2, The Sith Lords. Wir sind bereits, wie in den ganzen letzten Folgen, immer noch auf Narshada. Letztes Mal waren wir in der Bazaar-Höhle. Dieses Mal habe ich mich ein bisschen hochgespielt, diesem Bazaar-Druiden, damit wir jetzt Kalanar bezahlen können, um bei der Exchange ein mieses Wort einzulegen. Kein gutes, sondern ein mieses, weil wir wollen ja, dass sie uns hassen. Also sollten wir jetzt zu ihm hingehen, das ist ein Gequietsche überspringen und 2000 Credits bezahlen, lege ein gutes Wort für mich ein. Sie sollen wissen, dass ich sie nicht mag. Credits verloren, 2000. Nice. Okay. Das war alles. Reden die ganze Zeit von dir. Will deinen Kopf, Mensch. Exchange, egal ob mit oder ohne noch was. Nice. Okay. Nice. Okay. Die Exchange mag uns nicht. So. Dann gehen wir jetzt in die Kantine, würde ich sagen. Weil viel Auswahlmöglichkeit haben wir ja nicht mehr. Du noch ka herete pa chasa borta. Chris Sorcha went in sin me punta. Lord Chawata, Yuma ni, Hodanga Yuma des. Dak bota no chi, tagwa ita. Wasch ni wani na masch na ora hu na kimi wa kimi na 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 bdish na ba na bdish ne 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 Jun sobe me rap, no kuma randisa mak chiksa. Kucha bak tong kinka mata kata. Chopa wanga kun not ka yutka kes. Marash ni wa rap, ni wa nini ish, ni mi di bi nini ish na. Pashti shni wa ni tau na, ni wa nini of na ro ne wa. Kun u ra, mi ni na na nish. Wamba wamba si so, mi sum kun raka wakta. Nunch ka wana sochi rona bang mamba kan. Ha ra hi ne wa shtema na na hish na shna hi ha. Ma ni wa kda ha na hi ha 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 Wamba wamba si so misun kun raka wakta. Nunch ka wana sochi rona bang mamba kan. Mash ni wani na mash na ora hu na kimi wa kimi na 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 bdish na ba na bdish ne 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 na 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 Also eine Unterhaltung, in die wir uns einmischen. Einfach so, finde ich immer wieder gut. Warum lasst ihr das Mädchen nicht in Ruhe? Ja. Wenn ihr glaubt, dass ihr stark seid, beweist es. Haltet den Druck weiter aufrecht, sonst müsst ihr mich selbst drum kümmern. Na, mal sehen, wer hier stirbt. Hey, Musik, Kampfmusik. Das war einfach. Und die Twi'lek ist weg. Gut, das ist jetzt schon wieder ein Kill. Ich glaube, die Exchange würde uns sehr doll mögen. Okay, hier haben wir den Barbesitzer. Ihr seht aus wie ein erfahrener Weltraumpilot. Was wollt ihr hier? Eigentlich suche ich Jumasaft. Ich frage erstmal was Interessantes über die Gegend. Mal ehrlich. Für Leute wie euch und mich ist hier nicht mehr viel zu holen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Tja. Unser Volk ist auf diesem Planeten nicht gerade in der Überzahl. Tja. Die haben hier eine Menge zu tun. In der Pazaar-Höhle, beim Swoop-Rennen, in Yek-Yek-Tar. Sie sind ziemlich beschäftigt. Ja, die Pazaar-Höhle ist so eine Art Treffpunkt für Profispieler. Der Laden ist aber ziemlich exklusiv. Die haben da sogar einen Türsteher. Und ohne Passwort kommt man sowieso nicht rein. Ich frage mich, was ihr in diesem Schuppen wollt. Euch von einer Horde Phyraxer das Geld abnehmen lassen? Vom Champ vielleicht? Er spielt nur gegen Leute, die er als würdig betrachtet. Ihr müsstet also erst alle anderen Spieler schlagen, damit er überhaupt darüber nachdenkt, sein Versteck zu verlassen. Das ist mal ein Ort, der für unser Eins im wahrsten Sinne des Wortes tödlich ist. Das Yek-Yek-Tar ist eine mit Cyan-Gas gefüllte Bar. Für euch und mich ist das Zeug tödlich. Aber die Außerirdischen zahlen eine Menge Geld dafür. Das Gas ist gleichzeitig ein gesellschaftlicher Puffer. Die Typen, die im Yek-Yek-Tar rumhängen, reden nämlich nicht gerne mit Leuten wie uns.
Hört mir bloß mit Lupus Renngalerie auf. Die Strecke ist tödlich und die Quoten sind mies. Bonnie List droht ständig damit, den Laden zu übernehmen und aufzumotzen. Aber ich wüsste nicht, wie sie das anstellen will. Okay. Da seid ihr ja. Das mit dem Passag spielen wird lustig, weil ich habe bei den Druiden gemerkt, dass der Passag echt schwer geworden ist. Echt schwer. Ich kann es überhaupt nicht mehr. Auf Telos ging das so super klar. Aber hier kann ich das irgendwie nicht mehr. Eigentlich wollte ich etwas Jumasaft holen, genau. Ach ja? Da habt ihr Glück. Davon hab ich eine Menge. Kostet euch 100 Credits die Flasche und keinen Credit mehr. Kein Credit mehr. Was? Uff, warte mal. Warte mal. Ich kann den Bartender töten. Da seid ihr. Ach ja? Okay. Ihr seid wohl doch nicht so verzweifelt, wie ich da. Da seid. Okay, ich kann. 50 Credits und ich kann die umbringen? Ihr falscht nicht gern, was? Na gut. Da seid ihr. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber ich habe dunkle Seitepunkte bekommen. Sorry, dass ich ihm drohen musste. Das ist das Erste, was mir wirklich leid tut von der dunklen Seite her, weil der Typ war echt nett. Na gut, aber. Da seid ihr. Tja. Speicher nochmal. Da seid ihr ja wieder. Mal eher. So, das war's. Jetzt trinkt was oder verschwindet. Da seid. Mal. Okay, jetzt habe ich alles ausgereizt. Gut, was haben wir hier sonst noch? Hier sind Gäste, aber mit denen können wir nicht reden. Tarachomo Sincho Kavavolpa Muleji Gumanaminta Barawamba Michedos Kawana Bota Yunta Tanga Kinamatura Tayaita Tabosana Ansata Unta Chiwita Inka Kikraya Nachawanga Kone Dovrekun Miliwosa Slima Poguanga Samoana Mucha. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita ta bosana nansata. Dahupa bosa kurata go jujutu yoki. Hiata yamba wajiaki yukito tune. Ta come tak blaia justing miki gongo beast. Kun grabi la kingno mulara kichi kuta krasa kisha. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita ta bosana nansata. Mungachi norta imbrei wanachike. Drumba bambua. Konti chan munka. Kavadumba kuswaka tayamukata. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita, ta bosana nansata. Keine Sorge. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita, ta bosana nansata. Holy shit, es war Krayer gerostet. Er hat der Twi'lek Domo erzählt, dass der Meister Borger den Hund einen neuen Tänzerin sucht. Alles klar. Ihr wisst ja, was ich zu tun habe, ne? Okay. Holen wir mal. Was? Ich kann meine Gruppe momentan nicht ändern. Wait, warum? Hallo? Was soll das denn jetzt? Ja? Gut. Warum kann ich meine Gruppe nicht ändern? Warum ist sie so essentiell wichtig? Ich würde gern... Okay, komisch. Doros? Hä? Was? Okay. Lol, Moment. Eine Sekunde. Oh. Nee. Moment, habe ich jetzt falsch geladen? Nee, okay. Da seid ihr. Da seid. Okay, gut. Okay, die Juma-Flasche haben wir noch. Okay, ich muss aber den Tänzer-Scheiß nochmal durchmachen. Bla 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 bla.
Weil ich wollte noch kurz wissen, was mit dem Typen da passiert ist. Okay. Okay, er taumelt ein bisschen, wenn ich ihn jetzt anspreche. Ich glaube, der Typ hier ist ordentlich drauf. Ja, genau. Okay, er ist ziemlich dicht. Gut, dann speichern wir. Hier ist noch einer. Okay, sorry. Vertrauliches Gespräch also. Kann ich hier drüber hören? Nein, okay, leider nicht. Okay. Ich würde gerne meine Gruppe ändern, aber das geht ja anscheinend nicht. Vielleicht jetzt? Nee. Ich kann meine Gruppe momentan nicht ändern. Warum? Muss ich erst rausgehen? Weil ich würde gerne jetzt Kreia wegtun und zum Beispiel mal Visas und Handmaiden holen. Ah. Okay, das geht anscheinend nur nicht in diesem Bereich. Na gut, dann Rin, würde ich mal sagen. Hallo! Was ist mit der Visas? Verfügt nicht einfach so über mich. Manche Dinge würde ich nicht einmal für euch tun. Und ganz bestimmt nicht für einen Hutten. Sucht eine andere Möglichkeit. Ganz ruhig. Ja, das ist in Ordnung. Tinorkrelun, Gundferento Kring, Banokrok, Nixirindo Duncha, Morbansum. Ich bin keine Tänzerin, aber die Kampfkünste der Ichani sind in ihren Bewegungen Tänzen sehr ähnlich. Ich denke nicht, dass das ein Problem für mich wäre. Dahupa, Bosa, Kurata, Go, Jujutu Yoki, Hyata, Yamba, Wajiaki, Yukito Tune. Wenn ihr es wünscht, werde ich es für euch tun. Es wäre kein Problem für mich. Wirklich, es ist kaum anders als zu kämpfen. Und daran bin ich gewöhnt. Na, perfekt. Muliwrawa iberendia tia wishnu nunga se utati ramata mandrakotusa minarinkadin. Das soll ich anziehen? Kawana bota yunta tanga kinamatura. Wenn das so ist, gebt es mir. Ich werde mich bereit machen. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita ta bosanan ansata. Jetzt war so klar. Es war so klar. Pinko neyaka. Zubabicha tuna yuma mochinawa. Es war so klar. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita ta bosanan ansata. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita ta bosanan ansata. Kawana bota yunta tanga kinamatura. Tayaita ta bosanan ansata.
Entomesh mi paju, watamincha, yokolo unduado, nukulabira wa, tines un soto. Wow. Okay. Erstmal mit schön mit Klingen rumtanzen und dann pennt er auch noch rein. Credits halten 350 Euro und so. Und dann bleibt das Tänzerin-Outfit bekommen. Nice, was kann das Ding denn? Was? Dienerin? Mira? Das ich. Oh nein. Oh nein. Okay. Okay, erforderliches Geschlecht weiblich. Ich dachte schon. Ich kann das jetzt anziehen. Fähigkeit überreden 2. Das dachte ich mir schon irgendwo. Okay. Dann weg mit dir und dann weg hin mit euch. Wie ist Crea eigentlich noch neutral, wenn sie eigentlich dunkel war? Fragezeichen. Naja. Egal, wir speichern und dann haben wir hinten diese Urne. Und da können wir jetzt Juma-Saft einfüllen. Okay, alles pennt jetzt. Kavadumpe masuraku, popayi botenya, tachimorota kamsa, javasko bosabjo, rigiso karvenoxo, mochitosasa grindeo. Oh, okay. Okay, ich kann Wokka aufwecken lassen, holy shit. Und jetzt kann ich hier rein. Und sie juckt das einfach nicht mal. Okay, nice. Und jetzt habe ich hier sein Lager. Ja, Shame Mentorenrobe. Stärkenhanzer? Holy shit, was ist das für eine Robe gewesen? LOL. Ich überbringe Geschicklichkeit, Charisma, Weisheit. Behindert den Einsatz, der macht nicht. Holy shit. Oh mein Gott. Nicht schlecht, Etten. Aber das ist auch ziemlich gut. Ah, okay. Kann jemand anders von dieser Robe benefiten? Ich glaube, sie. Oh, nicht ich. Eine sie. Oder wohl, ich lasse sie den nochmal übrig. Aber nice zu wissen, dass wir jetzt so eine mega gute Robe haben, falls wir sie brauchen müssten. Ich glaube, die ist auch ziemlich viel wert. Die könnten wir dazu nur noch verkaufen. Credits, Splittergranat. Oh Gott. Stimmt, ich kann ja auch Sachen ablegen. Was? Ich habe ein Lichtschwert gefunden. Was? Warum denn? Woher? Wieso habe ich noch ein Lichtschwert? Nee, was? Hä? Erhaltener Gegenstand Lichtschwert. Da stand doch gerade Lichtschwert, oder? Ja, hier. Ich habe ein zweites Lichtschwert bekommen. Wieso? Und es war noch nicht mehr der Gegenstand, der in der Kiste war. Hä? Wieso? Warum? Aus welchem Scheißgrund habe ich ein Lichtschwert bekommen? Hä? Hä? Wieso? Aus welchem Grund? Hä? Warum? Jetzt muss ich mal was gucken, weil das jetzt habe ich mein Problem ist jetzt, dass ich ach nee, die habe ich auch so schon. Ach krass. Okay. Weil holy shit. Moment, warum habe ich jetzt ein zweites Lichtschwert bekommen? Es war nicht in dem Behälter drin. Ich habe es einfach so gedroppt bekommen, einfach so erhalten. Also, dass man einfach so random Lichtschwerter gedroppt bekommt, ist, glaube ich, nicht der Sinn davon. Aber jetzt ist es meins. Oh, okay, das macht mich irgendwie voll glücklich gerade. Okay, nice. Crea? Jetzt kann Crea davon benefiten, dass wir hier ihr ein besseres Schwert geben können. Zum Beispiel das hier. Ja. Wir müssen unbedingt wieder Zeug verkaufen gehen.
Kann Etten einen neuen Blaster bekommen? Nee. Na, das kann ja wohl so bleiben. Okay. Das finde ich jetzt mehr als angenehm. Das nenne ich mal eine Belohnung. Das hat sich echt gelohnt. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Holy shit. Okay. Das ist jetzt der Sinn. Und jetzt kann ich die Strecke aufwecken lassen. Harry Notra, Mina Radocha, Kawana Dumpa, Kankarebe. Gitaris, Batkoki, Ulga Kili, Botmalea Nois. Ulga Kili, Botmalea Nois. Gitis Kabule, Gogra Kinun. Okay, da wir sind soweit fertig. Okay. Wir haben ein extra Lichtschwert bekommen. Ich glaube, wir sind da so ziemlich fertig mit der Folge heute. Okay. Gut, dann sind wir heute mit der Folge fertig. Wir haben ein Lichtschwert bekommen und den Stash ausgeräumt. Und ein bisschen was in der Kantine erfahren. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Auf Wiedersehen und ciao.